Ja, jetzt habe ich meine Regenjacke zu Hause vergessen. Soll heute eventuell regnen. Man wird sehen. Naja, es ist ja warm hier. Wir sind ja nicht in den Alpen. Aber naja, trotzdem ist immer unangenehm. Und mein vorderer Umwerfer springt nicht oder befördert die Kette nicht aufs große Blatt. Was natürlich. Da geht's zu, oder? Was natürlich ungünstig ist beim Tempo machen. Aber gut, sind die kleinen Probleme des Rennradfahrers. Mal gucken, vielleicht kann ich das jetzt am Treffpunkt noch irgendwie einstellen. Ja. Auf jeden Fall geht es heute auf die Abschlussrunde. Letzter Tag, letzter voller Tag. Ich mache doch noch ein Video. Mach noch ein Video vom letzten Tag. Es wird heute noch mal Berge. Ich hatte Jeff gesagt, 2500 Höhenmeter. Und mal gucken, ja, ob es trocken bleibt. Er hat gesagt, nach dem ersten Anstieg entscheiden wir dann, ob wir umkehren oder abkürzen oder was auch immer. Mal gucken. Momentan sieht es ja so ganz gut aus. Allerdings in den Bergen am Deusser Tepp, da war es dann schon recht wolkenverhangen. Wir werden sehen, auf jeden Fall heute noch mal bergig. Letzten Kilometer in Chiang Mai, bevor es wieder zurückgeht ins kalte, verschneite Deutschland. Viel Spaß bei diesem Video. Also dieser ältere Herr, einer der stärksten Kletterer, den ich hier kenne. Ich glaube, das ist der Kent Jorgensen. Klingt skandinavisch, weiß nicht, woher er kommt, Dänemark, Norwegen. Mit dem bin ich mal Mont Cham hoch. Ich bin dem nicht mehr hinterher gekommen. Ich hatte irgendwie 300 Watt auf der Uhr stehen, bin halb geplatzt und er ist einfach weitergezogen. Das habe ich auch in dem einen Video, ich verlinke das mal, wenn ich es finde. Hammer Typ, also ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der ist schon sehr lange in der Rente, glaube ich. So, erster Anstieg, Mont Cham. Die ersten zwei sind schon vorne weg. Die anderen drei hinter mir. Ich mache die goldene Mitte. Und ich weiß allerdings nicht, wo es weitergeht. Aber ich kann mir denken, wo wir oben als Stopp machen. Wo wir das letzte Mal auch waren. Und dann geht es runter, bevor es links weggeht, hoch ins Dorf und aufs Plateau von Mont Cham. Ich denke mal, da werden wir nicht hochfahren, weil sonst kommen wir wieder zurück. Ich denke mal, wir fahren geradeaus weiter. Ist Mont Cham, aber da geht es heute nicht hoch. Wie gesagt, wir fahren geradeaus weiter, denke ich mal. Kann mich auch täuschen, ich weiß ja nicht, was die für neckische Pläne haben. Aber jetzt haben wir schon mal 617 Höhenmeter, 2,5 sollen es sein insgesamt, also haben wir nur noch 1900. Easy. So, in dem besagten Dorf jetzt angekommen, 740 Höhenmeter, da oben ist Mont Cham wieder, ja, ein bisschen in den Wolken, mal schauen, wo die Jungs sind, weil da vorne kommt dann schon der Abzweig links weg, wo wir nicht hoch wollen, hoffe ich, und rechts dürfte jetzt hier
die Verpflegungsstelle sein. Zumindest war es das letzte Mal. Ja. Da sehe ich doch einen sitzen. How many hours you are already here? No. 2 minutes. 2 minutes? I don't believe you. I know that place from the last time. Yeah. But if you don't know, you pass it and... Yeah, you do. Yeah. Well, good to know that I already have been here. What are you doing, eh? Oh, oh, oh. You was here before, weren't you? I remember you. Oh, you live here, I think. I think you live here. Kokosnussnektar. Super süßes Zeug. Genau richtig. Gipfel erreicht, zweiter Anstieg, 1550 Höhenmeter haben wir. Das ist auch gut in Form, ey. 68, ey, und Klippen am Hinterrad, wie nix. Boah. Die drei Sachen haben jetzt 1 Euro gekostet. Genau 1 Euro. Unschlagbar. Oh my goodness. Hello.
Probably see. Don't worry, it's gone. I'm picking you up. They're right dog lovers, aren't they, in Thailand? You smacked me. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened. I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your pills? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, getting my Audi, die donnern da runter wie 20-Jährige, da werden die LKWs überholt und verfolgt und hinterher gesprintet. Aber das war jetzt richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Chiang Mai. Aus den 2500 Höhenmeter wurden nur 1670 bis jetzt, 75 Kilometer. Ich denke mal, da kommt nichts mehr jetzt, vielleicht ein bisschen abgekürzt oder was auch immer. Auf jeden Fall war es das von der Tour. Richtig schöne, geile Abschlusstour. Schöne Landschaft. Und Frank Bitterle verabschiedet sich aus Thailand. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt das Video, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, ja, irgendwo aus dem kalten Deutschland wieder. Aber bis ich alle Videos hochgeladen habe, ist vielleicht